Hallo und herzlich willkommen zum Preview-Livestream von Imperator Rome. Eine Woche vor Release geht's los und wir schauen uns heute einfach mal ein bisschen das Spiel an. Genauso wahrscheinlich auch morgen und übermorgen. Ich habe da ein bisschen was geplant. Heute geht's los mit den Römern. Ganz klassisch, wie auch schon im Name. Und die schauen wir uns halt einfach mal ein bisschen an und werden mal schauen, was da so auf uns zukommt mit diesem wunderschönen neuen Spiel. Ah, ich bin schon richtig aufgeregt und nervös und freue mich schon, jetzt ein paar Stunden hier im Spiel verbringen zu dürfen. Ich habe offline schon ein paar Stunden gespielt. Habe schon ein paar hinter mir, aber das wird noch nicht genug sein. Wir werden immer noch ein bisschen was rausfinden müssen zusammen. Und ich denke mal, die Grundlagen sind erstmal da, deswegen können wir da einfach mal loslegen. Hallo Chris, Ave Imperator, sagt er. Das ist ja sehr nett. Ich habe nie Latein gehabt bei mir in der Schule. Deswegen gehe ich davon aus, dass es irgendwas heißt mit sei gegrüßt, Kaiser oder so. Finde ich ja schon mal ganz gut, dass ich jetzt in den ersten 5 Minuten was gelernt habe. Okay. Also, wir fangen mal an. Einstellungen müssen soweit passen. Finde ich übrigens ganz nett, wie die hier gemacht sind. Besser, viel, viel besser, wie bei den älteren Engines von Paradox. Da kann man richtig schön hier alles einstellen. Mittlerweile gibt es auch hier eine Skalierung für die Menüoption. Auch ziemlich gut. Aber ich will gar nicht viel Zeit vertrödeln. Wir legen gleich mal los mit einem neuen Spiel. Und schauen mal, was Rom so zu bieten hat. Was ich bisher gelernt habe bei meinen Testdurchgängen ist, dass es mit Imperator Rome relativ einfach ist, neue Ländereien sich anzueignen bzw. zu erobern. Das Schwierige dabei ist, die auch zu halten. Also mir ging es jetzt schon 2-3 Mal so, als ich hier ein bisschen rumprobiert habe, dass je größer ich geworden bin, umso komplizierter ist es wirklich geworden. Also die Größe ist relativ schnell gegangen, ich bin dann relativ schnell hier gewachsen, hier hochgewachsen und so, aber die ganzen Unruhen und Illoyalitäten und was es sonst noch alles gibt, Korruption und so weiter, das alles unter einen Hut zu bringen, das ist das, was ziemlich schwer fällt hier. Okay, wir haben nur ein Startdatum aktuell, 450 A, V oder UC. Ich habe mir das mal aufgeschrieben, das heißt Ab Urbe Condita. Ich werde nicht mehr alles durchgehen. Ich habe extra in den letzten Tagen noch ein Tutorial aufgenommen, wo man so ein bisschen als Einsteiger die ganzen Systeme kennenlernt. Deswegen werden wir jetzt hier vielleicht gar nicht lang rummachen und gleich einsteigen. Ich werde es ein bisschen erklären, aber nicht mehr ganz so ausführlich. Wir haben hier unten die ganzen von Paradox vorgegebenen Ländereien, aber das sind natürlich nicht alle. Hier oben, das geht bis hier rüber, bis nach Indien. Also es ist erstmal genug da, um hier ein paar Ründchen zu spielen. Aber es ist natürlich auch noch ganz viel Weißbereich da, der hier gefüllt werden kann. Wobei dieser Weißbereich nicht bedeutet, dass man hier ja nichts machen kann. Also die hier oben sind zum Beispiel nicht abgeschnitten, sondern das sind halt einfach dann Städte, die noch nicht besiedelt sind und deswegen auch dann besiedelt werden können. Also man kann hier durchaus reinwachsen, das ist überhaupt kein Problem. Aber hier zum Beispiel, wie zum Beispiel Amerika oder so, das gibt es natürlich jetzt hier in dem Durchgang noch nicht. Okay, ich war ja bisher immer ein bisschen ja dem Spiel etwas skeptisch eingestellt. Zum einen, weil das ganze Historien-Setting nicht wirklich meins bin. Ich bin kein Römer-Fan und auch zu die ganze Epoche ist irgendwie nicht so ganz meins. Ich bin eher der Mittelalter-Fan. Aber, und jetzt kommt's, seit ich zum ersten Mal das Spiel gestartet und ein paar Runden gespielt habe, bin ich da echt jetzt mittendrin. Also es macht so viel Spaß, vor allem auch mit der neuen Engine, die es jetzt hier mit dem Spiel gibt. Ich zoome mal hier rein, weil das so geil ist, wenn man hier einfach mal bis hier ganz runter zoomen kann. Und das läuft alles so flüssig. Die Stotterer, die man hier so sieht, das sind einfach die Abstufungen vom Zoom-Faktor. Also das ist nicht fließend, sondern wenn ich mit dem Mausrad drehe, dann wechsle ich halt entsprechend die Zoom-Stufen. Aber das läuft alles so fließend. Auch, dass die Karte jetzt nicht mehr so plastisch auf eine Ebene gesetzt worden ist, sondern eher auf eine runde Kugel. Und dass man die quasi so drehen muss. Fantastische Sache. Wirklich, wirklich richtig gut.
Okay. Dann habe ich natürlich jetzt schon wieder viel zu viel verquatscht. Wir werden heute mit Rom spielen und werden einfach mal schauen, wie weit wir kommen und werden uns da nicht stressen lassen. Ich habe ziemlich viele Stunden jetzt eingeplant für den Durchgang. Und jetzt werden wir erstmal tief durchatmen und dann legen wir los. So, also wir spielen mit dem Herrscher Publius Sempronius Sophus, wobei wir ja in Imperator Rome nicht wirklich einen Herrscher spielen, sondern eher wieder das Land, wie bei EU4. Wir spielen eine Republik. Es gibt auch noch eine Monarchie und eine Stammesregierung, die wir uns eventuell dann morgen anschauen. Wir haben aktuell Bevölkerung, haben wir 23 Städte. Wir sind also schon ziemlich groß. Ich wechsle mal auf den politischen Kartenmodus, dann sieht man die Abgrenzungen etwas besser. Ich finde ja die Lösung hier, den Terrain-Modus ein bisschen zu verknüpfen mit dem politischen Kartenmodus, finde ich ganz hübsch. Trotzdem ist es für mich immer noch schlecht zu erkennen, wo letztendlich wirklich die Ländergrenzen sind. Also wechseln wir auf den politischen Kartenmodus und schauen uns das mal an. Wir haben Bewohner 394, die aufgeteilt sind in Bürger, Freimänner, Stammesmitglieder und Sklaven. Jede dieser Populationen bietet andere Vorteile und da muss man halt schauen, dass die auch immer schön zufrieden sind. Wir haben schon ziemlich viele Untertanen aktuell. Frentanien hier oben, Pelignien hier unten, wir haben Mycerien hier unten und Marsien haben wir hier. Hallo Kadra. Also wir haben schon 4 starke Verbündete, mit denen wir dann schon auch mal den einen oder anderen Krieg erklären können, die uns dann auch schon helfen. Und ja gut, Spieleinstellungen, bla bla bla, kennen wir schon. Iron Man Modus funktioniert aktuell noch nicht. Und wir haben hier die gemischte Geschlechterregel, die ist offenbar auch neu, die sich nicht mehr auf die historischen Geschlechterregeln bezieht, wenn man das aktiviert, sondern eben, ich denke mal, 50-50 Chance hat, ob dann ein weiblicher oder ein männlicher Herrscher an die Macht kommt. Okay, also wir spielen mit Rom. Ich gehe mal auf Beginnen. Senatus Populusque Romanus, da kommt mein nicht vorhandenes Latein wieder durch. Seit über 20 Jahren hat die im Entstehen begriffene Römische Republik einen harten Feldzug gegen die Samniten im Süden geführt. Obwohl der Sieg oft nicht greifbar schien, endete der Krieg zugunsten Roms mit der Befreiung der griechischen Stadt Neapolis. Die Samniten jedoch, die sich zurückgezogen haben, um ihre Wunden zu lecken, sind weit davon entfernt, besiegt zu sein. Im Norden beobachten die Etrusker mit Besorgnis die Ausdehnung der Republik. Im Süden verschwören sich einige griechische Stadtstaaten heimlich, während sie ihre Wohltäter in Griechenland um Hilfe bitten. Auf der weit entfernten Insel Sizilien droht die ausländische Invasion des mysteriösen karthagischen Imperiums, das prekäre Gleichgewicht der Kräfte in der Region zu stören. Wird Rom siegreich hervorgehen oder unter internen Konflikten und den Barbarenhorden fallen oder wird's Tollfuß vermasseln? Das Schicksal der Republik liegt in unseren Händen natürlich für die Republik. Es sieht neblig aus, was meinst du denn mal mit? Weil die Farben etwas, die sind nicht ganz so knallig wie bei EU4, aber knalliger wie bei Crusader Kings 2. Hallo Nahatur. Okay, also wir schauen uns erstmal ein bisschen auf der Karte um. Wir haben aktuell 15.000 Einheiten, wir haben 4 Flotten. Flotten gibt's hier im Spiel nur eine Variante momentan, die Trireme. Die kann sowohl kämpfen als auch die Einheiten transportieren. Ungewohnt, ja. Ich habe es anfangs schon gesagt, ich war ja jetzt nicht der größte Fan von Imperator Rome, aber nachdem ich die ersten Stunden jetzt hier verbracht habe, finde ich es richtig, richtig gut. Auch von der Navigation. Also das habe ich jetzt schon richtig gut überzeugt. Also das ist um Weiten besser wie bei EU4 oder Crusader Kings 2. Wobei Crusader Kings 2, die ist ja noch älter, die Engine, wie bei EU4. Na du, ich habe einen Key bekommen von Paradox. Deswegen kann ich jetzt spielen. So, also wir haben hier unten die Samniten, Samnium. Die werden wir uns auf alle Fälle schnappen. Wir haben hier oben die Sabinierer. Wir haben hier oben die Nation Sabinien. Und wir haben hier oben die Etrusker. Und wir haben hier unten Karthago. Und die sind auch noch hier drüben. Und hier natürlich auch hier unten. Also die sind relativ groß. Wir werden es einfach mal entspannt jetzt angehen. Ich muss das immer zu mir sagen, weil ich freue mich einfach auf die nächsten Stunden, wenn wir jetzt hier das bisschen länger spielen können. Okay,
Erste, was wir machen, ist, wir suchen uns einen Kriegsgegner. Und da er hier oben, Sabinien, relativ klein ist, werde ich mit dem mal anfangen. Mit dem habe ich auch im Probedurchgang angefangen, deswegen holen wir uns den mal. Wird sich eventuell verbünden, wenn wir Glück haben, mit Pikenum. Beziehungsweise Pikentien heißen die hier drüben. Aber mit unseren Vasallen sollte das dann kein Problem sein. Das heißt für uns, wir werden jetzt erstmal hier ein paar zusätzliche Einheiten rekrutieren. Und ich würde mal sagen, wir haben ja ein bisschen Geld jetzt, ich würde mal sagen, wir holen uns nochmal drei, mal schwere Infanterie, einmal, wobei Bogenschützen haben wir, ich würde mal sagen, noch zweimal Kavallerie. Und lassen die dann erstmal bauen. Wir können ein Omen wählen. Und da gibt es so viele gute Vorteile. Disziplin wäre ganz gut für den bevorstehenden Krieg jetzt. Aggressive Expansion ist aktuell noch nicht so dramatisch. Rekrutenreserve auch noch nicht. Handelswert kommt demnächst. Forschungspunkte, Unruhe, Steuern oder Bevölkerungswachstum. Wir gehen mal auf die Disziplin. Wir holen uns die. Das läuft jetzt für 1800 Tage oder so bis zum 1. Oktober 455. Dann, was müssen wir noch machen? Wir müssen eine Erfindung wählen. Ich habe mir mal andere Durchgänge auch angeschaut. Rom mit 26 Forschungspunkten pro Monat, das ist schon echt der Hammer. Wenn man hier oben irgendwie die Stämme spielt, dann haben die Forschungspunkte von 2 Punkten oder so, wenn überhaupt, pro Monat. Das ist echt heftig, dass die dann überhaupt vorwärts kommen. Okay, ich werde anfangen mit der Kräuterkunde für die Forschungsgeschwindigkeit 5% mehr. Dann erhöht sich das überall nochmal um 5%. Schadet bestimmt nicht, wenn man das relativ früh nimmt. Und eventuell entweder was für Militär. Aber hier ist nur für die Trimäre was dabei an Disziplin. Das hier ist für Forschungsgeschwindigkeit für Militärtechnologie. Wir gehen mal auf die Steuer. Weil gerade anfangs sind wir da noch im Minus aktuell. Wir heben jetzt nochmal Einheiten aus. Das heißt, da müssen wir auch nochmal drauf schauen. Okay, dann müssen wir noch einen Kommandanten setzen. Marcus Fulvius Curvus hat die meisten Punkte, genauso der Publius Cornelius Arvina. Der hat eine höhere Loyalität. Ich werde lieber den Publius Cornelius Arvina nehmen. Okay. Und dann schicken wir euch mal nach Cures und werden die Pause lösen. Für unsere Flotte können wir auch nochmal einen Anführer setzen. Achso, da können wir dann den Marcus Fulvus Curvus jetzt nehmen. Okay. Gut, dann löse ich mal die Pause. Mach mal ein bisschen langsamer, gerade am Anfang. Wir sind aktuell auf Rang 2 in der Punktezahl, in der wichtigen. Und Mauria hier drüben ist Platz 1. Ist wahrscheinlich sowas wie das Ming-Reich in EU4. So, und wir müssen jetzt ein bisschen Zeit vergehen lassen, weil wir könnten theoretisch, Pause, wir könnten theoretisch jetzt schon einen Anspruch hier fingieren, was relativ einfach geht hier im Spiel. Man muss einfach nur hier die 180 Punkte, Redekunstpunkte investieren für einen Anspruch. Der ist sofort durch dann. Und du musst nicht warten, du musst kein Spionagenetzwerk aufbauen oder sonstiges. Das wird sofort durch. Ich denke mal, dass das zukünftig noch ein bisschen erweitert wird. Insgesamt wirkt das Spiel immer noch um einiges weniger komplex natürlich, wie die anderen großen Paradox-Spiele. Aber ich denke mal, dass die einfach dann mit der Zeit erweitert werden. Also wir könnten hier einen Anspruch fingieren, damit wir hier reinstürmen könnten. Wir könnten auch einen No-CB machen, aber ich habe ja das schon mal zum Testen vorgespielt. Jetzt kommt gleich ein Event, wo wir ganz viele Ansprüche hier für unsere Umgebung bekommen. Deswegen lasse ich das erstmal und spare mir die Punkte für andere Eigenschaften. Wir haben ja ein Bündnis aus Apulien. Apulien ist hier unten. Ich denke mal, dass wir Apulien ja sowieso demnächst einnehmen werden. Deswegen werde ich das mal ablehnen. Vor allem, weil ich nicht weiß, ob ich nicht dann in den Krieg gerufen werde gegen, keine Ahnung, Griechenland oder was auch immer.
mit wem Apulien dann hier Streit hat. Und ich kann dann nicht ablehnen. Also man ist dann immer mit dabei im Krieg. Das ist nicht so wie in EU4. Und da hast du quasi nicht die Wahl, sondern du bist immer mit im Krieg dann dabei. Die anderen Paradox-Spiele haben schon viele DLCs, ja, das ist richtig. Genau, die haben ja auch schon viel Zeit hinter sich. Trotzdem ist es natürlich immer so ein bisschen die Erwartungshaltung, wenn ein neues Spiel rauskommt. Das ist halt die Schwierigkeit, dass man schon eine gewisse Erwartungshaltung hat als Spieler an ein neues Spiel. Und wenn die nicht erfüllt wird, denkst du natürlich gleich, oh, okay, das fehlt, okay. Und ja, da muss man halt ein paar Abstriche muss man dann auch machen. So, wir warten mal kurz, bis unsere Einheiten hier oben sind. Ich gehe doch mal auf Stufe 3. Wir wollen ja auch was sehen. Das macht es ja auch so schwierig für die Entwickler. Crusader Kings 2 zum Beispiel, das ist sowieso, ne, das wäre auch schon fällig, sage ich mal, für eine neue Version. Und da ist es auch so schwierig. Da ist so viel Zeug drin bei Crusader Kings 2. Wenn die jetzt ein Crusader Kings 3 machen, dann müssten die ja wieder von vorne anfangen und so viele Sachen wieder rausnehmen, die jetzt schon fürs selbstverständlich erachtet werden. Und das natürlich, das ist immer schlecht eigentlich, weil es immer negative Reaktionen hervorruft, denke ich mal. Und deswegen werden die das so lange rauszögern, wie es geht. Hallo Biber! Ich hätte mir eine Kaiserkrone aufsetzen müssen. Naja, also wir sind ja noch kein Kaiser. Wir sind eine Lokalmacht aktuell, glaube ich. Wir sind noch nicht mal Regionalmacht. Ich habe leider keine Krone. So, und jetzt kommt das Event, von dem ich vorhin gesprochen habe. Das Ende der jüngsten Konflikte mit unseren Feinden in Etrurien und Samnium hat unsere Republik als stärkste Macht auf der italienischen Halbinsel zurückgelassen. Unser Sieg hat unsere Bundesgenossen für die Unterstützung unserer Sache überzeugt. Er hat auch anderen kleinen Staaten gezeigt, dass sie auf unserer Seite stehen müssen. Römische Siedler ziehen eigenständig in die Regionen im Norden und Osten, errichten neue Kolonien und erwarten unseren Schutz. Jeder blickt nun auf uns von Samnium und Etrurien bis nach Sizilien und Karthago und wartet auf unseren nächsten Schritt. Ich singe vom Krieg und einem Mann in der Schlacht. Wir halten Ansprüche auf folgende Provinzen: Tuscia, Etrurien, Kampanien, Apulien, Lucanien und Picenum. Also das sind die Provinzen, die uns jetzt hier so umgeben. Und da wir jetzt hier, ich teile euch mal auf, da wir jetzt hier schon vor Ort sind, werden wir als erstes hier Sabinien angreifen. Wir schauen mal, wir haben aktuell den 2. Januar. Sabinien ist verbündet mit Picentien, Verteidigungsliga. Die haben schon ein bisschen Panik jetzt für uns. Etrurien ist garantiert die Unabhängigkeit von Frinitaien. Oh mein Gott, die Wörter hier oben. Hier unten Samnium ist verbündet. Oh, hat einen Kriegsgrund gegen Apulien. Ist verbündet mit Lucanien hier unten. Die beiden hier. Ja, ich denke, wir werden jetzt mal hier hochgehen und dann auch wieder ein bisschen hier runtergehen und einfach ausbreiten. Aber halt nicht zu schnell, weil sonst uns die Decke auf den Kopf fällt. Wir brauchen noch einen zweiten Anführer für die Armee hier. Wir selber könnten auch die Armee anführen. Aber das will ich nicht. Wir wollen lieber herrschen. Wir nehmen den Quintus Tremulus Tremulus. Keine Ahnung, woher der Name kommt. Wieso der hier zweimal Tremulus stehen hat. Aber okay. Wobei ich sehe gerade, der ist von der Populistenfraktion. Wenn der zu einflussreich wird. Wir nehmen lieber den Marcus Valerius Corvinus. So. Das waren die Gallier, was die Angst hatten, dass ihnen der Himmel auf den Kopf fällt. Gut, also wir könnten jetzt eigentlich schon einen Krieg erklären. Wir haben ja jetzt den Kriegsgrund. Der Senat ist gespalten über unsere Entscheidung. Wenn wir Picenum angreifen, ist er auch gespalten. Das heißt, wir bekommen 5 Tyranneipunkte. Ich denke, das ist noch nicht so dramatisch. So fing's an, der Untergang von Rom. Oh, wir müssen ja, bevor ich hier loslege, wir müssen ja noch für unsere Regierung hier die Ideen wählen.
zwei militärische und eine Redekunstidee, ganz vergessen. Wir werden einfach einmal die 10% mehr Moral und einmal hier die Verstärkungsgeschwindigkeit 10% mehr und Moralerholung 5% mehr. Und für Redekunst gehe ich auf Beziehungen verbessern von 33% mehr, weil wir anfangen hier drüben Frentanien zu bezirzen, damit wir die integrieren können. Relativ schnell. Dafür brauchen wir, wie in EU4 auch, 190 Meinungspunkte. Wir machen das mal. Können 133 Punkte können wir gewinnen, das ist schon sehr gut. Und dann schicken wir ihnen auch noch ein Geschenk hinterher. Und dann sollte das passen. Gut, also unsere Männer stehen bereit. Ah, ich bin gerade am Überlegen. Eigentlich müsste man mit den 20.000 gleich hier rein, damit wir die 8.000 hier vernichten. Ich gehe nochmal rüber. Beim Testdurchgang sind die immer hier drüben gestanden. Wir haben ein Handelsangebot für Import. Und zwar Holz müsste das sein, oder? Ja, Holz aus der Provinz Kampanien importieren. Kampanien hier unten. Wir haben hier einen Überschuss an Holz. Gibt uns 3% mehr Steuern. Und wenn wir den jetzt aufgeben, dann fällt natürlich auch der Bonus von 3% weg. Aber wir machen das, weil es gibt ja auch Kohle dafür. 0,5 Gold. Dukaten sind es wahrscheinlich noch nicht. Goldstücke. Ich weiß nicht, was man mit was hat man. Zizerzen. War das nicht Zizerzen oder so im Rom? Ich glaube schon. Ich werde so viel über Rom und das Zeitalter lernen. Da freue ich mich schon richtig drauf. Wir nehmen das an. Jetzt ist unser Holzüberschuss natürlich weg, leider. Aber dafür mehr Geld in der Staatskasse. Sesterzen. Vielen Dank. Was würde ich nur ohne euch tun? Müssen mal schauen, weil hier die Moral immer noch relativ klein ist. Das heißt, wir warten noch etwas, bis die sich aufgefüllt hat. Wir erhalten eine Einladung zu einer Verteidigungsliga von Sabinien hier oben. Nun gut. Ich werde einfach mal so tun, als hätte ich keine Zeit und lehne es ab. Ich hoffe, in der Zeit, wo wir jetzt warten, kommt niemand weiter dazu. Okay, sie haben noch ein Bündnis mit Pikentien gemacht, aber mit sonst niemandem. Das ist gut. Sesterzen. Ich weiß nicht, ob das Sesterzen sind. Es sieht eher aus wie so Goldstücke. Eigentlich. Kam erst im Kaiserreich. Okay. Ich nenne sie jetzt einfach Goldstücke. So. Also, wir haben hier zwei Männer. Das Coole, was ich hier richtig gut finde, es gibt ja unglaublich viel Einheiten-Typen jetzt hier im Spiel. Also von den vom Kamel bis zum Elefanten gibt's alles. Aber die kann man natürlich nicht alle bauen, sondern dafür braucht man das entsprechende Handelsgut. Muss das importieren. Was wollte ich jetzt eigentlich erzählen? Irgendwas Gute. Ah ja, genau, das Versorgungslimit. Es ist ja so, dass hier wieder in den einzelnen Städten, das hier sind jetzt mittlerweile Städte, keine Provinz mehr, dass in den einzelnen Städten ja ein Versorgungslimit herrscht. Und wie zum Beispiel hier 24 oder hier unten 26. Aber wir haben jetzt hier nicht automatisch immer die Anzahl an Einheiten beim Versorgungslimit, sondern die unterschiedlichen Einheiten haben eine unterschiedliche Gewichtung beim Versorgungslimit. Das heißt, leichte Infanterie hat weniger Versorgungslimit wie schwere Infanterie. Und jetzt hier zum Beispiel haben wir mit den 20.000 Einheiten insgesamt ein Gewicht von 23. Wahrscheinlich, weil wir relativ viele schwere Infanterie mit dabei haben, steht das hier mit drinnen. Zermürbungsgewicht 50% mehr. Bei der leichten Kavallerie steht nichts mit dabei. Und bei den Bogenschützen haben wir 10% weniger Zermürbungsgewicht. Also das ist schon ziemlich cool. Wenn du nur mit schwerer Infanterie rumläufst, dann hast du dementsprechend auch viel mehr Versorgung. Bei den Elefanten wahrscheinlich noch mehr. was wir noch machen sollten hier oben, eventuell die Strategie wählen.
Nahkampf oder Täuschung oder Einengen.